Okay Leute, was geht bei euch? Erstmal vielen Dank für die ganzen gute Besserungswünsche unterm letzten Video. Ich muss sagen, ich habe das Ganze gut unterschätzt. Ich lag jetzt die letzten Tage komplett flach. Ich habe auch seit 3-4 Tagen jetzt kein Bildschirm mehr gesehen. Weder Handy noch Computer, gar nichts. Es ging auch einfach wirklich absolut nicht. Länger als 10 Minuten konnte ich da nicht raufgucken. Auf jeden Fall Leute, es scheint sich jetzt langsam wieder so ein bisschen zu bessern. Und als ich mich heute an den PC gesetzt habe, ist mir aufgefallen, es kamen die letzten Tage so viele News raus. Und darum geht's heute. Beachtet einfach nicht, dass ich mich immer noch ein bisschen krank anhöre. Let's go Leute, auf geht's. Mit News meine ich natürlich eher weniger offizielle News, denn die gibt es bei Battlefield 5 kaum, sondern eher gedatamined News, aber wir wissen ja mittlerweile, dass sie zu 95%, wenn nicht sogar mehr, zutreffen und wir wissen ja auch, zu wie viel Prozent die offiziellen News zu, egal. Lassen wir das Spielchen, Leute. Auf jeden Fall, da das gedatamined Informationen sind, muss ich an der Stelle dazu sagen, kann es natürlich sein, dass da Sachen dabei sind, die verworfen worden sind oder erst später kommen und so weiter. Leute, ihr wisst, wie es läuft. Es geht los mit einem Modus, den, ja, die meisten Battlefield-Spieler gerne spielen, der aber in Battlefield 5 nur zeitbegrenzt verfügbar ist und immer mal wieder reinkommt. Es geht um Rush. Der wird jetzt sehr bald wiederkommen und zwar höchstwahrscheinlich mit der Metro-Zeit. Also Metro wird jetzt in, wahrscheinlich am 3. Oktober vermuten alle releasen, dann wenn auch das Battlefest startet. Ein paar Wochen später soll dann auch Rush verfügbar sein. Das wurde ja sogar offiziell mal irgendwie vor einem Monat oder so schon mal so halb oder so angekündigt. Auf jeden Fall, es wird den Modus nicht nur auf Metro geben, sondern wird laut den Spieldateien auch für noch ein paar andere Karten zurückkommen, für die es den Modus noch nicht gab. Einmal für Rotterdam und einmal für Merkur. Die beiden Karten sollen Rush auch noch bekommen. Halt wahrscheinlich wieder im zeitbegrenzten Style. Das Ganze kommt für eine Woche ins Spiel. Dann verschwindet es wieder. Man kennt es halt. Wo ich gerade bei Modus bin, es wird einen neuen Modus oder zwei neue Modi geben. Mit dem letzten Battlefield 5 Update ist nämlich der Modus Capture the Flag ins Spiel gekommen. Und der ist gekoppelt an einen Modus, der Grand Battlefield heißt. Das heißt, also entweder ist es so ein Überding, wo viele andere Sachen mit drin sind, wie große Operationen, oder es wird einfach große Operationen damit gemeint, oder es ist was ganz anderes. Auf jeden Fall, Capture the Flag als neuer Modus kommt ins Spiel. Ich glaube, zuletzt gab es das Ganze bei Battlefield 3 und Battlefield 4. Ich glaube aber, es war so ein Instant-Tod-Modus, der absolut nicht beliebt war. Der kam mit irgendeinem DLC ins Spiel und wurde dann halt eine Woche oder so gespielt und dann war der down oder so, aber vielleicht irre ich mich gerade auch. Auf jeden Fall in Battlefield 5 soll das so sein, dass... Ich meine, die wissen, was Battlefield-Spieler mögen. Und zwar wird es ein 8 gegen 8 Modus. Kein 32 gegen 32 oder 20 gegen 20. Das soll laut den Spieldateien natürlich nur ein 8 gegen 8 Modus werden. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wie schaffen es eigentlich positive News immer irgendwie ein bisschen negativ bei Battlefield 5 zu wirken? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir gehen rüber zur nächsten News. Obwohl, das packe ich hier noch mit rein, denn von wegen neuer Modus und so weiter. Outpost, der Modus mit den Radiotürmen, die man aufbauen musste, der war ja sehr beliebt. Und der kommt höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal demnächst zurück, denn da wurde was dran geändert. Da wurde einmal die Bomber auf Arras entfernt und einmal das Rekrutenlimit wurde von 100 auf 150 angehoben. Also da wurden in letzter Zeit ein paar Änderungen an dem Modus gemacht. Höchstwahrscheinlich kommt der dann auch irgendwie... vielleicht nach der Rush-Zeit oder so wieder oder vielleicht auch schon davor. Mal gucken. Leute, ich weiß doch, was euch am meisten interessiert. Natürlich neue Karten, aber auch neue Waffen. Und davon haben wir ganze 4 Stück, die jetzt nochmal extra gefunden worden sind und dann höchstwahrscheinlich mit Pazifik so um den Dreh ins Spiel kommen werden. Einmal, und darauf hype ich mich absolut rein, das M3 SMG Schallgedämpft. Das Ding wurde ja schon, das wurde ja schon angekündigt oder in den Spieldateien gefunden, ohne Schalldämpfer. Und jetzt gibt es das Ganze auch nochmal mit Schalldämpfer. Stellt euch vor, ich meine, ihr wisst, ich stehe auf Schalldämpfer, auf Waffen, aber was nochmal eine ganz eigene Sparte ist, sind MPs mit Schalldämpfer. Ich feiere absolut rein. Auf jeden Fall eine schallgedämpfte MP für den Medi in Battlefield 5. Boah, Leute, ich hoffe, es kommt nicht erst irgendwie nächstes Jahr oder so. Ich will das Ding spielen. Darauf bin ich absolut hyped. Viele von euch werden wahrscheinlich auch absolut hyped auf das M1903 A3 Springfield sein. Das ist ein Gewehr für die Sniper-Klasse. Die Medi-Klasse bekommt auch noch ein neues Gewehr. Und zwar das Typ 44 Arisaka. Das ist ja schon bekannt. Das gibt es für die Medi-Klasse. Und die letzte Waffe ist was Neues für den Versorger. Und hier sieht es auch ganz gut danach aus, dass es kein MMG wird. Denn das Ganze ist das Typ 11 LMG. Bei den ganzen Waffen, die bis jetzt schon bekannt sind, wird es langsam echt Zeit, dass wir damit zugeballert werden von DICE und EA. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass das irgendwann passieren wird. Spätestens mit Pazifik wird eine Waffenflut kommen, denn sonst macht das alles keinen Sinn, dass es so unendlich viele Waffen und so weiter gibt, die aber einfach nur alle in den Spieldateien schlummern. Leute, jetzt zu einer anderen Sache. Eine Sache, die ja wahrscheinlich sehr viele von euch interessieren wird. Und zwar wurden Haare gefunden in den Spieldateien. Mit dem letzten Update sind Haare für 4 Haarvarianten für deutsche Soldaten ins Spiel gekommen. Ja, die kann man sich dann wahrscheinlich, also die sind mit einem selten gekennzeichnet. Die Vermutung ist da, dass man sich die irgendwie für Company Coins holen kann oder so. Auf jeden Fall Haare. Ja,
Weiter zu einer Sache, wo das Interesse-Level wahrscheinlich ein bisschen höher angesiedelt ist. Und zwar die Metro-Minimap wurde in den Spieldateien gefunden. Und das Ganze sieht so aus. Man sieht schon auf den ersten Blick, es wurde auch angekündigt, dass es nicht 1:1 Metro sein wird, sondern stark daran angelehnt ist. Es wurde, bei Battlefield 4 war es ja auch so, Battlefield 3 war ja Metro. Bei Battlefield 4 gab es dann schon den einen oder anderen abgewandelten Gang und den Fahrstuhl und so weiter. Und hier ist es nochmal eine Nummer härter, sage ich mal. Und zwar, das hier ist die Karte und man sieht schon, ich meine, ihr könnt ja pausieren und euch das ein bisschen genauer angucken. Es gibt nicht nur diesen einen großen Weg mit links und rechts im Gang, sondern es gibt ganz viele verzweigte Gänge und da oben sieht man auch, wie es draußen aussieht. Also es geht auch noch draußen. Es ist nicht das komplette Aufeinandergeschieße und Geballer auf einem Flecke stehe, sondern es gibt ja auch gut andere Wege und Flankiermöglichkeiten. Soviel zu den Gedatamine-Informationen von den letzten Tagen. Es gab auch eine offizielle Information und zwar wird es morgen einen Hotfix geben. Anscheinend hat Battlefield 5 seit dem letzten Update ein Problem mit Disconnects und das soll das Ganze beheben. Kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Ich habe nicht gespielt bis auf die 3 Runden als und dann für das Video. Dementsprechend keine Ahnung, wie stark das vertreten ist, aber anscheinend scheint es ja schon gut stark vertreten zu sein, dass da so schnell ein Hotfix bekommt. Leute, jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, was Battlefield 5 betrifft. An der Stelle tut mir nochmal leid, dass ja, ich die letzten Tage nicht für euch da war. Aber es geht, boah, ich bin so froh, dass es wieder besser wird. Auf jeden Fall, wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like geben. Auch vielen Dank dafür und tschüss.